Das war für mich ein Lebenselixier, muss ich sagen. Wir haben immer schon Tourismus gehabt, also meine Schwiegermutter schon. Ich habe dann am Anfang gleich weitergemacht wie sie mit Zimmer und Frühstück und Halbpension. Und dann, wie die Kinder größer geworden sind, eben, also meine Kinder mich nicht mehr so gebraucht haben, habe ich eben gesagt, ich möchte mich verbessern und bin dann zu Urlaub am Bauernhof gegangen. Und die Gäste sind mit uns auch später noch so verbunden. Und die Wertschätzung eben, was du so von den Gästen kriegst. Das hat mich immer so fasziniert und aufgebaut und da sehe ich mich immer wieder frei auf die nächste Saison. Ich der Sinn für mich, dass man eben einen Nebenerwerb hat und Freude. Also wir haben beides eigentlich. Da geht es nicht nur ums Finanzielle, sondern auch die Freiheit und das Kennenlernen, die Freundschaften, die sich da entwickeln. Und eben die Tiere, also die ziehen sehr. Wir haben ein Pferd, wir haben ein Schwein, wir haben Katzen und Hühner, Enten, Gänse. Das ist einfach auch ein großer Anziehungspunkt für die Gäste Urlaub am Bauernhof. Weil die wollen eben den Bauernhof sehen, wie er ist. Die Kühe, die Käbeln und sie helfen beim Tränken, beim Ausmisten. Also das ist das, was einfach gut ankommt und das, was sie sich auch wünschen. Ich glaube einfach, sie erkennen jetzt oder sie möchten die ganzen Nahrungsmittel, die es so gibt. Die Milch, wo kommt die her? Das Ei, das Huhn. Das Huhn legt das Ei. Das gehen wir selber holen. Das ist noch warm. Und dann machen wir das weich gekochte Ei draus oder Eierspeis. Das ist das, was sie wollen. Und dann überlegst du mal, was mache ich? Gehe jetzt zum Teich. Gehe Schwammel klauben. Also ich habe so viele Möglichkeiten, ich muss das nur sehen. Und das lernen sie da wieder. Also die Chance, die er hat, da wieder Ruhe zu finden, das ist eben bei uns so herrlich in der ruhigen Lage da.